Willkommen zurück zu Pac-Man World Repack, Episode 3.3, mach Platz! Da geht's weiter, hier in dieser Weltraumwelt. Wie man ja auch schon schön auf dem Bild sehen kann. Man sieht auch sogar wunderschön im Hintergrund, Erde.png. Und was geht denn hier ab? Ha? Ein Teleporter, wie es scheint. Oh, da sagt das erste P. Okay, wir haben es hier mit Teleportern zu tun. Ich dachte, da wäre was unten, aber es ist nur was gelb leuchtendes, was, denke mal, Deko sein soll. Haha! Ah, doch! Nein! Oh Gott! Ah! Ja. Ich sollte vielleicht mal ein bisschen den Flutterjump ausnutzen, genau an so einer Stelle zum Beispiel. Oder hier. Ich vergesse mal, dass ich den habe. Ich vergesse das leider immer. Hier ist der Checkpoint. Der Checkpoint ist immer vorteilhaft. Würde ich mal behaupten wollen. Wo bin ich denn jetzt? Ja, hier geht's weiter, ne? Oder wie? Warte, da oben, warte. Ah! Okay. Achso, ich muss das ausgleichen. Dann kam ich da erst hoch. Genau. Da oben war eine Kiste, habe ich gesehen. Die hätte ich gerne. Weil da bestimmt coole Schätze drin sind. Ja. Geht's hier weiter? Ah! Ich glaube, hier geht's weiter. Aber ich will trotzdem mal kurz... Ach so, okay. Alles klar. Aber so kann man auch ganz schnell nach oben. Einfach den Butt Bounce, so wie ich den immer eigentlich gerne nenne. Mit dem kann man hier schnell nach oben. Auf Deutsch ist ja der Po-Sprung. Ups. Das war ein bisschen schwierig mit dem zu steuern. Ich würde da gerne lang, weil hier das alles. Was? Nicht einfach. Mit der Steuerung klarzukommen. Ja, runter, runter. Ja, runter. So, genau. Dann nochmal hier hoch. Wenn er mich lassen würde. Der lässt mich aber nicht. Erstmal so machen muss. Okay. Checkpoint. Bam. Oh, ist das C. Und da rennen wir einfach ganz mutig drüber. Ob sich gelohnt hat, weiß ich nicht. Wir kommen auf jeden Fall Meteoriten. Da müssen wir aufpassen. Den hätte ich da gerne. Wie kriege ich den denn? Aha. Oh. Aua. Alles klar. Komm hier, Plattform. Okay, ich wollte gerade sagen, das ist ja richtig schwierig, wenn da keine Plattform kommt. Bevor ich es überhaupt sagen konnte, sind da schon Plattformen erschienen. Und das macht super einfach. Das war's. Okay. Und da sollen wir reinspringen? Okay. Jetzt sind wir an einem sicheren Ort. So lobe ich es mir. Okay, links, rechts, oben. Oben ist eine Tür, wo wir erstmal was für brauchen. Das ist A. Das heißt, da geht sowieso noch nicht lang. Was? Ach, die schubst einen nur runter? Ja, die schubsen einen nur runter. Die greifen einen nicht an. Okay. Okay, wir haben jetzt das M, aber das A war noch nicht. Das fehlt uns jetzt trotzdem noch. Aber die Frucht fürs A ist hier. Genau. Das war so offensichtlich. Also ich habe es ja schon mal gesagt, dass die Platzierungen der Sachen eigentlich ziemlich offensichtlich sind. Warum? Was? Warum spawne ich hier wieder? Und warum ist der jetzt so schräg gegangen? Vorhin hat es auch geklappt. Okay, dann mache ich das halt nicht. Aber mach's nicht kaputt. So, aufgepasst. Rein da. Okay. Boing, boing. Ich dachte, es würde schneller gehen mit dem Boing, Boing, aber tut es nicht. Okay. Dann nehmen wir das A mit und versuchen da jetzt irgendwie drüber zu kommen. Ich möchte jetzt nämlich wegschmeißen. Oder so wegschubsen halt. Ich weiß auch gar nicht, was diese lilanen... Oh, diese lilanen Kugeln, ich weiß nicht, was die machen. Ich will es aber auch nicht ausprobieren. Nein, danke. Da habe ich Besseres zu tun. Zum Beispiel... K
Kisten öffnen für ein bisschen Obst. Oder auch Kisten finden und dann öffnen. Ja. Bam! Ein Pfirsich, den würde ich schon gerne mitnehmen, danke. Also das sieht genauso aus, diese Passage, wie vom letzten Level, der letzten Folge, oder? Bin das nicht? Ich meine, das sieht jetzt gerade genauso aus. Ah, aua! Spinne! Hier ist doch bestimmt noch was. Oh ja. Achso, da geht's weiter? Maybe? Aha! Was ist das denn hier wohl? Aua. Das ist jetzt aber nicht lustig, Freunde. Dann müsst ihr alle verschwinden. Ach so, bei den blauen Geistern, die ist dann natürlich auf mit so einer Stopp-Animation so. Oh, guck mal, du hast nichts gegessen. Aber bei den normalen Gegnern, na, die sind mal ebenso weg. Ist ja ganz normal, wenn die weg sind. Also, hier geht's weiter. Müssen wir nicht noch zurück? Wahrscheinlich müssen wir später zurück. Und hier geht's nicht lang. Ich dachte, hier geht's lang. Nein, das wollte ich nicht. Ah, falscher Knopf. Ah, das war der falsche Knopf. Wo bin ich? Wo bin ich? Achso, hier ganz unten einfach. Okay, das ist okay. Ich mach mal Bong, Bong und dann bin ich schon wieder hier. Ist aber nicht einfach. Vor allem, weil die mich die ganze Zeit schubsen. Ah. Ach, da unten ist das N. Ah, da muss ich dringend rein. Warte, was? Wie komme ich denn da rein? Ach, geht das nur von dort? Oder wie? Wow. Wie komme ich denn da rein? Ha? Nee, so nicht. Okay, ich wollte es mal probiert haben. Da schenke ich jetzt auch mein Leben her. Hä, wie komme ich denn dann da hin? Habe ich irgendwas verpasst hier? Hier? Ich dachte, hier geht nicht rein. Ah doch! Hä, das sah so aus, als wäre hier kein Weg. Okay, dann tut mir leid. Ich dachte wirklich, das wäre kein Weg. Na gut. Dann haben wir alle Buchstaben. Ist das Level schon vorbei? Ich habe aber ein kurzes Level, wenn das jetzt schon vorbei ist. Aber okay, dafür ist die Schwierigkeit ein bisschen hoch. Plus, wir haben was Neues gelernt. Ja, interessantes Level. Und ich glaube, für euch schneide ich die Bonus Stage raus, weil wir sie sowieso schon kennen. Zeit ein bisschen Casino mal wieder zu spielen. Natürlich nicht im Real Life, sondern nur Pac-Man mit seinen Pac-Coins. Ein paar haben wir nämlich übrig und perfekt! Fieber, Pfirsich-Fieber. Wir kriegen dafür 200 und was? Nochmal? Warte mal, was? Es ist jetzt nur noch? Ich bin gerade verwirrt, es ist... Habe ich beim ersten Mal, ohne es zu wissen, dreimal hintereinander Pfirsich gekriegt? Weil genau das habe ich jetzt gerade gedacht. Aber jetzt ist ja nur noch Pfirsich an dem Automaten, deshalb bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Ist auch egal. Wir kriegen ein paar One-Ups. Wir kriegen Zugriff zum letzten Level des Weltraumgebietes. Und können dann gleich ins nächste Gebiet gehen. Da habe ich voll Lust drauf. So, hier ist aber wahrscheinlich ein Boss. Genau. 3-4. Königsgalaxien. Oh Gott, ich weiß schon, was das wird. Es wird ein Galaga-Klon, oder? Wir spielen jetzt Galaga, oder? Ist auch ein Bandai Namco-Spiel. Ja, genau das tun wir. Und können schießen. Und mehr nicht. Drücke A, um die Kanone abzufeuern. Halte A gedrückt, um kontinuierlich zu schießen. Früchte sind eine Menge Punkte wert. Schreib dir alle, die du finden kannst. Okay, ich versuch's. Ja, wir spielen einfach einen Space-Shooter. Das ist doch mal was anderes, ne? Ich find's lustig. Pac-Man, da ist eine Powerpille. Du weißt, was das sollte. Oh, damit werde ich stärker. Das ist eine Bombenpille. Ah, stimmt, die haben wir einmal in einem Level gesehen. Im ersten Level oder so haben wir eine Bombenpille gesehen und dann nie wieder. Jetzt sieht man sie wieder. Auch gut. Wie funktioniert denn die? Achso, die ist automatisch. Alle explodieren gerade. Okay. Leider habe ich jetzt schon ein Leben hergegeben. Das ist nicht so gut, weil wahrscheinlich, wenn ich jetzt gleich sterbe, muss ich alles hier von vorne machen. Da habe ich keine Lust zu. Deshalb sollte ich mir Mühe geben. Aber ich bin wieder voll. Okay, das ist nett. Dass man mittendrin ein bisschen geheilt wird. So, den nehme ich mit. Den nehme ich mit. Den nehme ich mit. Boom. Den nehme ich mit. Den nehme ich mit.
Okay. Einfach A gedrückt halten würde ich halt empfehlen. Weil es macht keinen Sinn, A irgendwie mehrmals zu drücken. Es macht wirklich keinen Sinn, muss ich zugeben. Es lohnt sich halt nicht. Okay, und da ist der Boss. Dieses große Raumschiff. Oder? Also habe ich das gedacht. Vielleicht aber auch nicht. Sonst hätte ich gern. Hätte ich gern. Dankeschön. Findet. Aua. Das ist Heilung, das ist Heilung. Okay, hab die Heilung. Und jetzt. Der Boost. Aua. Und Pulli. Ja, hier kommt auf jeden Fall einiges auf einen zu. Und ich glaube, das ist tatsächlich nur der Weg zum Boss. Also es kommt jetzt gleich der Boss selber. Warum habe ich mich denn wieder treffen lassen? Egal, hier ist hier. So eine Coin, falls man drauf Lust hat. Ich würde mich gerne wie den Kappel so ein bisschen kleiner machen, um schnell auszuweichen. Da kommt irgendwas auf uns zu. Ein Stern? Nein. Das ist Talkman. Oh Gott. Das Raumschiff lebt und sieht aus wie ein Käfer. Königsgalaxien. Alles klar, Galaxien. Dann zeig mal, was du drauf hast. Aber wir müssen seine Augen... Ah, abschießen! Ich möchte ja gesaugt werden. Hilfe! Okay. Das ist aber eine coole Mission. Ich mag diesen Sound. Das ist aber wirklich aus Galaga. Deshalb heißt er auch Galaxien. Oh, sein Auge ist weg. Was macht denn jetzt? Ah, schießt du mich ab! Okay, ist einfach nur Bullet Hell. Bullet Hell bin ich gewohnt. Also, zumindest einem einigermaßen Abstand. Abmaß. So. Okay, nicht einsaugen lassen. Dann können wir schon Damage machen, wollte ich sagen. Okay. Aber ich find's cool, wie man ihm Damage macht. Oh Gott, das sieht aus wie ein Animatronic aus Fluff oder so. Sehr gruselig. Oh oh, ein Arme. Was hat er mit den Armen vor? Er will mich doch nicht festhalten und dann verprügeln, oder? Ich kann hier kaum ausweichen. Geh mit. Okay, okay, okay. Feierschuss. Immer supi. Schön ausweichen. Okay. Das Auge. Was hat er vor? Okay, okay. Schnell ausweichen, wenn er seinen Armen fuchtelt. Jetzt gerade. Ha, nicht getroffen. Haha. Ja, also ich muss sagen, für Leute wie ich, die so, ich sag mal so Space Shooter, ein bisschen gewohnt sind und ein bisschen neu gespielt haben, ich glaube, für die ist dieser Kampf jetzt nicht so schwer. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass der Kampf schwer ist. Der letzte war viel schwerer, meiner Meinung nach. Ja, komm, mach. Okay. So, dein Auge wird jetzt bluten. Da brauchst du jetzt wohl ein paar Augentropfen. Und ich bin ein Weltraumforscher. Oh yeah. Juhu. Weltraum-Ass. Na, ich habe den ganzen Weltraum erkundet. So schnell kann es gehen. So, nach einer kleinen Runde Casino habe ich richtig Bock auf die nächste Welt. Denn ich habe gesehen, es gibt, glaube ich, 6 Welten. Und somit haben wir jetzt eigentlich die Hälfte des Spiels durch, oder? Ich meine schon. Wenn ich es richtig gesehen habe, dann ja. Ach stimmt, eine Sache gibt es ja noch, die wir machen müssen. Bevor wir in das nächste Gebiet gehen, was anscheinend hinter diesem Tor ist. Okay. Und zwar ist diese Sache. Moment. Ah, stimmt, mit dem habe ich noch gar nicht geredet. Professor Peck. Meine Analyse stimmt. Hat Talkman die anderen entführt und eingesperrt. Du musst sie sofort retten. Genau, wir wollen heute noch jemanden retten, wenn das klappt. Aber ihr wisst ja alle, hoffentlich, was wir immer machen nach einer Welt. Und zwar machen wir. Oh. Die Irrgarten.
Ich weiß nicht, warum ich das letztes Mal Wirrwald genannt habe. Auf jeden Fall den Irrgarten. Und ich sehe gerade, ich habe das eine aus dem letzten Level verpasst. Ich hole das mal ganz kurz nach. Also Leute, hier war ja die Tür für das Maze, was wir vergessen haben. Und ich habe gemerkt, dass hier oben Plattformen sind. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich da reinkomme, weil... Oh, auf die kann man bouncen. Oh. Vorhin bin ich durch die durchgefallen. Oh. Okay, das war aber echt böse versteckt, finde ich. Ja, das passiert leider ständig in diesem Level. Nein, ich möchte immer noch nicht den einfachen Modus anmachen. Vielleicht irgendwann mal zum Ausprobieren, aber jetzt nicht. So, also auf zum Labyrinth. Wir haben dann auch noch drei weitere vor uns. Okay, wie war das hier nochmal? Hier waren überall Laser? Ah ne, hier sind jetzt überall Meteoriten, aber die sind bei uns egal. Wir sind Giga Pac-Man. Mega, super, duper Pac-Man, keine Ahnung. Und uns ist alles egal. Wir nehmen alles, was in unserem Weg steht. Egal wie heiß es ist. Ja, Pac-Man würde sogar Chili essen, würde sogar lecker sein für ihn. Also gibt es unter euch vielleicht Leute, die gerne Chili essen? Ja, okay, ich muss nicht verlangen. Ich meine, es gibt ja Leute, die sich extra gerne mit heißem Essen, sage ich mal, quälen. Vielleicht schmeckt das ja, ich weiß nicht. Ich esse nicht so oft scharfe Sachen. Okay, direkt hier ist nämlich das Ende des Levels, deshalb können wir da direkt lang gehen. Ich werde euch alles rausschneiden, wir sehen uns gleich beim Irrgartenmodus wieder. So, auf zur Stage 1 von 3. Ich frage mich, was die nächste Welt werden könnte. Wir werden es ja noch heute herausfinden, von daher mache ich mir da jetzt keine großen Gedanken. Waka 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 waka. Nom 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 nom. Ja, eigentlich sind die Level super easy, ne? Man kann übrigens spielen, womit man will. Also man kann auch mit Steuerkreuz spielen zum Beispiel. Ich spiele das Spiel jetzt nicht mit Steuerkreuz, weil ich finde, 3D-Plattformer sollte man in den meisten Fällen auf jeden Fall mit Stick spielen. Meiner Meinung nach. Ich habe ein Problem, aber ich krieg das hin. Ja. So kriegt man das nämlich hin. Yeah! Woo! So, Stage 2 hat vielleicht mehr zu bieten. Sieht komisch aus, auf jeden Fall. Aber das wird mir nicht aufhalten, die Stage zu schaffen. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Den nehme ich auch noch weg. Den anderen kriege ich aber nicht mehr. Okay, aber ich habe schon mal die Ecke fertig. Eigentlich eine ganz gute Taktik, würde ich sagen. Immer erstmal hier so ein Stückchen fertig machen immer. Dann nehme ich die nächste Pille. Und mach das gleiche hier. Okay, da kommt nichts zu mir rüber. Und damit habe ich es dann geschafft. Den brauchte ich sogar gar nicht. Na gut. Abgeschlossen. Woo! Yeah! Woo! Yippie! Wir freuen uns alle, ich weiß. Müsst ihr mir nicht sagen. Komm, als Challenge zoome ich jetzt nicht raus und versuche mir alles zu merken. Das ist das Problem, wenn man nicht rauszoomt, dann kann ich mir nicht wirklich merken, wo ich alles gesammelt habe und wo ich alles nicht eingesammelt habe. Warum rennen die in mich rein? Wollen die unbedingt gegessen werden? Okay. Na gut, ich erfülle euch euren Wunsch. Aber auch nur, weil ich Lust drauf habe. Oh Gott, Hilfe. Ist das mir her? Bambi! Jetzt nicht mehr. Waka, waka, waka. Hier ist noch eine Pille. Ich glaube, das ist jetzt vorbei, oder? Ich glaube, das war's.
doch schnell den. Boah, das war knapp. Der hat mich jetzt noch easy killen können, wenn er Lust drauf hätte. Hat er aber nicht. Und damit kriegen wir Irrgartengebiet als Achievement. Nice. Dann schauen wir nochmal nach. Was das nächste Gebiet ist. Aha. Entweder oder mal wieder. Und zwar haben wir die Auswahl zwischen einer Fabrik. Okay. Oder einem Zirkus. Oder einer Manege, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ich dachte, es wäre ein Zirkus. Ich sage einfach mal Zirkus. Kann ich irgendwo sehen, was nach der Reihenfolge geht? Weil ich würde tatsächlich gerne nach der Reihenfolge spielen, statt selber auszusuchen. Ich glaube, wenn ich hier auf die Tafel schaue. Die Tafel? Gibt das auch. Ja, genau. Piratenschiff, Ruin, Weltraum. Okay. Da habt ihr unsere. Da habe ich meine Antwort. Dann machen wir erstmal den Zirkus. Woo! Sehen wir ein paar Clowns? Ich hoffe, ihr habt keine Angst vor Clowns. Wir werden ja auf jeden Fall welche sehen. 4 Level mal wieder. Wie gewohnt. 4-1. Clownerei. Achso, gut, ich hätte auch einfach in das Level reingehen können. Da steht dann 4. Okay. Wie auch immer. Wow! Da wollen wir uns wieder drehen. Achso, ich kann nicht werfen. Jetzt erst kann ich werfen. Hier wird es irgendwo nur eins geben. Schon aufgepasst. Okay, das ist die Bombe. Die habe ich jetzt einfach schon aus Versehen verschwendet. Ups. Achso, mit der 1 und der 2 kommt man weiter, oder? Ah! Das ist klug. Das war nur ein One-Up, okay. Schade, ich dachte, das wäre was Wichtiges, wie eine Frucht oder so, aber... Nee, nicht ganz. Ich würde gerne wieder nach oben kommen. Mein persönlicher Fahrstuhl. Okay. Geisterclowns in ihrem Helikopter-Schlafanzug. Ah! Die rumschreien. Ah! Wie so eine menschliche Krähe oder so. Keine Ahnung. Hier aber lustig. Ja, was ist das hier? Aha. Waka waka überall. Ist aber nicht so einfach, die zu treffen, glaube ich. Boah. Gegen den Kreis zu rennen. Ist bestimmt nicht schön. Ich habe bestimmt noch Kopfschmerzen am Ende. Boing. Okay. Ja, aber unten war doch auch noch eine Tür, die wir verpasst haben. Eben. Da war das P. Moment, sorry, aber da muss ich nochmal zurückrennen. Da habe ich was verpasst. Hier. Ah, da haben wir schon. Oh, oh. Ja, gut. Habe ich vergessen, dass ich das habe? Ja, gut. Vielleicht habe ich das. Mag sein. Warum bin ich ja so pixelig? Ich bin auch richtig pixelig. Ja! Wir tanzen. Mit einem Bein. Bam, 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 bam. Wow. Erinnert mich ein bisschen an Sunshine hier. Hilfe. Muss nicht sein. Krieg ich da drauf? Das wäre cool, wenn ich auf so ein Ding drauf könnte. Okay. Holen wir uns unsere Belohnung ab. Und das wäre. Oh, die Dinger haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Auf in eine bestimmte Richtung. Nomnomsen. Boah. Knappe Sache. Okay, ich hoffe, dahinter ist nichts. Das wäre böse. Ah! Das wäre echt böse. Dann machen wir erstmal weiter noch in der Hoffnung, dass da nichts ist. Dass da nichts war. Dann haben wir Nom Nom. Noch mehr Nom Nom. Aha. Aha. Habe ich mir schon irgendwie gedacht. Warte, ist hier was? Moment. Tatsache, hier ist ein One-Up. Ich dachte so, von hier sieht es so aus, als könnte man dahinter gehen. Also dachte ich mir so, hä, ist das? Ja, da war ein One-Up versteckt. Das war aber gut versteckt, muss ich sagen. Und da ist das C. Bitte guck mir nicht so an. Da habe ich Angst. War ich nix? Doch, warte, da ist was. Das ist was in der Ecke, glaube ich. Moment, nochmal. Hier ist was. Ja. Ach, das ist nur eine Abkürzung. Ja, wir wollen ja alles sammeln. Wer braucht denn da schon Abkürzungen? Die bräuchte ich höchstens, wenn ich hier was verpasst hätte. Bisher habe ich nur zweimal
ein Level neu machen müssen im Spiel. Also von daher. Beide Male waren eigentlich zugegebenermaßen meine Schuld. Gut, das Versteck gerade war schon böse. Aber ich hab's ja verpasst. So. Tja, die sehen ja lustig aus. Die machen sich zum Clown. Boah, ihr seid aber affig. Nom. Wir müssen jetzt mal gefressen werden. Noch mehr Nom-Noms. Noch mehr Nom-Noms. Schnell! Du willst doch nicht, dass Pac-Man hungrig bleibt, oder? Das ist dein erster Fehler. Nom, 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 das M. Was, was? Kann man da lang? Ah! Okay, da kann man nicht drauf. Ich lasse es lieber. Oh, ganz viele Früchte. Ja, schaut euch das an. Diese Clown... ja, was sind das? So Clownkreisel, die wissen, wie man mit Pac-Man umgeht. Die füttern ihn schön. Was, da kann man nicht stehen? Das sieht voll so aus, als könnte man da stehen irgendwie. Okay, dann halt nicht. Wieso geht die Kamera hier so zurück? Ist ja was? Nee, ich sehe nichts. Manchmal schmeiße ich mich halt selbst ab. Muss ich jetzt auf einer Clownzunge balancieren? Scheinbar. Aber ich will nicht gegessen werden. Das will ich nicht. Wow! Ich muss immer an diese Pac-Man-Stimme denken, die er in Pac-Man 2 hatte. Dieses alte SNES-Spiel, falls das einige von euch noch kennen sollten. Da hat auch so eine komische Stimme gehabt. So, ja! Pac-Man! Das war wie lustig. Aber das Spiel war, glaube ich, nicht ganz so beliebt. Weil es mal was anderes war. So, hier ist was? Nee, nicht ganz. Tschüss. Okay, 1, 2. 1, 2, 3. Uno, dos, tres. Und da kommt die Plattform. Ah, das haben wir schon. Perfecto, Elektro. So will ich das sehen. Okay, jetzt diesmal nicht vergessen, dass wir da... Aua. Ja, nicht vergessen, dass wir nicht runterfallen sollten. Und nicht vergessen, dass wir hier was suchen. Nicht nur das N, sondern genau das hier. Richtig. Ah, die können wir schon, aber schon anders. Sieht aber knufflig aus. Die würde ich umarmen. Okay, machen wir es anders. Ich möchte wieder runter. Ich möchte wieder runter. Mama, ich habe Angst. Ich will herunter. Ja, wieso gehen wir die einfach zurück und machen schnell noch zum Abschluss. Verbrannt. Yeah. Ach stimmt, es gibt noch ein Bonus-Level. Das wollen wir uns auch mal anschauen. Oh lol. Überall so Zirkushäuser oder Zelte, Zirkuszelte. Diese Clownblöcke. Warum gibt es sowas nicht in Minecraft? Ich möchte einen Clownblock haben. Okay, keine Ahnung, was das da war von mir. Da sind zwei Geister direkt nebeneinander. Jetzt nicht mehr. Ich habe ihn gegessen. Ja, was mache ich denn da in der Situation? Sterben. Richtig. So. Das war auch schon alles. Die sind wirklich einfach, finde ich. Und gehen auch sehr schnell vorbei. So eine Minute bis zwei. Easy. Okay. Dann müssen wir da jetzt irgendwie wieder hochkommen. Bestimmt benutzt ja alle ständig diesen Flutterjump und ich vergesse die ganze Zeit, dass ich ihn überhaupt habe. Ich versuche ihn ja zu benutzen. Er ist auch sehr hilfreich eigentlich. Nur kann man damit nicht weit kommen, sondern kannst halt ein bisschen in Luft damit bleiben. Ah, einfach rennen! Das nehmen wir auch noch mit. Wo ist noch was? Nehmen wir auch noch mit. Das nehmen wir auch noch mit. Ey, verschwinde! Ich will ja doch nur hoch. Aua. Weg. Aua. Aua, aua.
Wow! Wo ist denn eine Lücke? Das ist ja gemein. Okay. Und das war dieses Level. Ja, da haben wir einen Einblick bekommen zur Zirkuswelt, die wir dann in der nächsten Folge komplett fertig machen werden, ist wahrscheinlich. Und nun. Was ist das denn hier? Was? Wo ist mein Ballon? Okay. Die gehen nach einer Zeit kaputt, da darf man nicht so lange drauf stehen. Bong, bong. Wahrscheinlich habe ich schon vermasselt, aber ich versuche trotzdem. Ich mag die Häuser im Hintergrund, die sehen stylisch aus. Ich mag das, wie die aussehen. Haben einen coolen Style zu sich. Okay, vielleicht kriege ich es doch noch hin, weil so schwer scheint es ja nicht zu sein. Das war schon. Das war ja wirklich das einfachste ever. Ich hätte ja noch irgendwie 20 Sekunden übrig. Ich hatte schon ein, zwei Mal runtergefallen. Krass. Alles klar. Noch schon einen schönen Abschluss. Haben wir noch 5 Tokens, die wir noch schön ausgeben können. Ich hoffe, dass ihr in der Zeit mal unten überlegt, den Like-Button zu drücken und vielleicht auch zu abonnieren. Und falls ihr schon seid, good job. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge von Pac-Man World Repack wieder.